Bill Gates wurde einst gefragt, ob er seine Unternehmung auch gegründet hätte, wenn ihm vorher bewusst gewesen wäre, was alles an Aufgaben und Schwierigkeiten auf ihn zukommen würde. Und er meinte ganz klar nein. Bill Gates war bewusst, dass er damals in seiner Gründungsphase diese Resilienz noch nicht gehabt hatte, die er bräuchte, um diese Belastung, diese Probleme und Schwierigkeiten, die er alle gesammelt hat, auch ertragen zu können. Aber im Zuge seiner Unternehmensentwicklung hat auch seine Persönlichkeit eine Entwicklung durchlaufen, sodass er resilient geworden ist, widerstandsfähiger, sprich also die Lasten tragen konnte, entscheidungsfähig zu bleiben, ohne daran zu zerbrechen. Und mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und durch viele entscheidende Prozesse gegangen, sondern auch Coach und Trainer. Und da weiß ich, wie wichtig es ist, resilient, also widerstandsfähiger zu werden. Um den Unterschied der Resilienz bewusst zu machen, habe ich dir diesen Ball und diesen Stift mitgebracht. Wenn ich diesen Ball presse und verforme, dann erträgt er die Belastung, aber zerbricht nicht dran. Und wenn ich die Belastung wegnehme, wird dieser Ball wieder seine ursprüngliche Form zurückbekommen. Wenn du aber diesen Stift unter eine bestimmte Belastung bringst, dann wird er an einem bestimmten Punkt brechen. Und in der Regel ist er dann so zerbrochen, dass er nicht wieder selbstständig in seine ursprüngliche Form zurückgeht. Und das ist auch die Frage, zu welcher Sorte von Menschen du gehörst. Hast du eine hohe Resilienz? Kannst du belastet werden? Und gehst du dann wieder zurück in deine ursprüngliche Form? Bleibst aber immer entscheidungs- und handlungsfähig? Oder wird eine Belastung dich eines Tages zerbrechen? Und du bist weder entscheidungs- noch handlungsfähig, kannst dein Team nicht mehr führen. Und schließlich wirst du sehr wahrscheinlich auch mit einem Burnout gesundheitliche Schäden davontragen. Und die Wissenschaftler und Forscher sind sich einig, dass die Resilienz selten etwas ist, was einfach mit der Geburt mitgegeben wird, sondern es ist eine Fähigkeit, die du entwickeln kannst. Und deshalb gibt es auch 7 Säulen, auf der deine Resilienz steht und die du trainieren solltest, gerade wenn du dich selbstständig machst, wenn du Unternehmer bist und weiter wachsen willst. Die erste Säule der Resilienz heißt Optimismus, also eine positive Erwartungshaltung. Die Hoffnung, dass alles gut wird am Ende und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Menschen mit hoher Resilienz sagen selbst in der schlimmsten Schwierigkeit, es kann gut werden. Dr. Viktor Frankl hat es gezeigt, selbst im Konzentrationslager bei den Nazis hat er versucht und auch einen Sinn gefunden, seinem Leben zu überleben und hat überlebt und festgestellt, dass diejenigen, die den Optimismus verloren hatten, auch diejenigen waren, die zuerst gestorben sind. Die zweite Säule heißt Akzeptanz, also zu 100% vollumfänglich zu akzeptieren, dass die Lage so ist, wie sie ist. Gerne kannst du sie analysieren, aber tu dir bitte nicht leid, dass es so ist. Verschwende keine Zeit, keine Gedanken, kein Geld, keine Gefühle darin, darüber Gedanken zu machen, warum das gerade dir passieren konnte. Es ist, wie es ist, mach das Beste draus. Bei der dritten Säule geht es um die Lösungsorientierung, also Kurs, Ziel zu bleiben. Wenn du also ein Problem in einer Lage bist, ist das zwar gut, die zu analysieren, aber wenn du fertig bist, und das solltest du schnell machen, dann ist der nächste Schritt sofort hinzugehen und zu gucken, welche Option gibt es überhaupt, hier herauszukommen und welche von den Optionen ist die beste, was wähle ich als Ziel auf und wie lautet der Plan hin. Lösungen lauern überall, aber nur wer sucht, der findet. Nur wer klopft, dem wird aufgetan. Deine Aufgabe ist es also, in den Lösungsfokus zu kommen und zu bleiben. Bei der vierten Säule geht es darum, dass du die Opferrolle verlässt. Ich habe einen Sporttrainer, der bis heute, bis im hohen Alter hinein, Opfer geworden und geblieben ist. Folglich ist ein Opfer auch ohne Macht. Er sieht andere dafür verantwortlich, dass es ihm so geht, wie es gerade geht. Und hier merkt ihr folgenden Leitsatz. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht zur Veränderung. Wenn du also etwas verändern möchtest, dann gib die Schuld ganz alleine an dem, wie es dir geht, dir selbst. Die fünfte Säule heißt Verantwortung dafür zu übernehmen, wie es dir gerade geht, dass du dort stehst, wo du bist und dass du noch nicht dort bist, wo du hin willst. Denn erst dann kannst du auch herausfinden, was dich dazu gebracht hat, dass du jetzt dort stehst, wo du bist und was dahin geführt hat. Und erst dann kannst du das Alte verändern und Neues erwerben, was zum Ziel führt. Beim sechsten Punkt, Netzwerke bilden, heißt es nicht nur, dass du mehr Beziehungen und Kundenkreise und Reichweite aufbaust. Es heißt vor allen Dingen auch, dass du dich anderen Menschen anvertraust, vielleicht sogar in eine Art Rechenschaftsbeziehung begibst. Das bedeutet, wenn du noch nicht an dem Ziel angekommen bist, wo du hinkommen willst, oder du hast die Situation noch nicht verlassen, die du verlassen willst, dann fehlen dir Informationen, fehlen dir Ressourcen und Fähigkeiten und Kenntnisse. Oder du tust etwas völlig unbewusst, was es verhindert, dass du die Situation verlässt und weiterkommst.
Und hier können andere Menschen dir Feedback geben. Sie können reflektieren, sie können dir Fragen stellen, die dir bewusst machen, helfen, was genau die Dinge sind, die du besser lassen solltest, was die Dinge sind, die du besser tun solltest. Und beim 7. Punkt geht es darum, dass du deine Zukunft planst. Denn kein Hafen ist für dich der richtige, wenn du nicht weißt, wohin du willst. Du wirst nirgendwo hinkommen, weil du auch keinen Plan hast, der zum Ziel führt. Das heißt, die Bewegung aus der Situation hin zu einer neuen Situation hat etwas mit Zielen setzen zu tun, mit Planen zu tun, sprich mit der Gestaltung deiner Zukunft. Und wenn du nicht abgeleitet von deiner Vision, von deinen Zielvorstellungen in der Zukunft auch deinen Plan installierst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Pläne von anderen installierst, von der Werbeindustrie, von der Marketingindustrie, von der Filmindustrie, von der Sportindustrie, von deinen Nachbarn oder du übernimmst einfach das, was deine Eltern dir vorgelebt haben. Zusammengefasst ist also Resilienz kein Zufall, sondern ein Ergebnis aus vielen einzelnen Fähigkeiten, Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Routinen. Und ich lade dich ein, zunächst mal alle 7 Säulen zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist top, gibt's nichts zu verbessern, 1, oh, da ist noch viel Luft nach oben. Und dann such dir jemand gerade im Punkt Netzwerk bilden, der schon weiter ist als du oder den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg gehen will und triff dich regelmäßig und fang dort an, wo die Punktzahl am niedrigsten ist und überlege, was können die Schritte sein, um auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Schritt zu kommen, bis du auf 7, 8, 9, 10 Punkte angekommen bist und die anderen Säulen weniger Punkte haben und dann such dir die nächste Säule und arbeite an der nächsten. Und das hat auch Bill Gates gemacht. Er hatte zwar eine große Vision, dass in jedem Wohnzimmer, in jeder Wohnung eines Tages sein Computer steht. Und das hat er auch beinahe erreicht. Aber er ist als Person gewachsen, er hat in allen 7 Säulen gearbeitet. Und heute ist er wahrscheinlich 7-mal auf der 10. Und das Gleiche wünsche ich dir auch, zu erkennen, dass Resilienz, Widerstandsfähigkeit kein Zufall ist, nicht in die Wiege gelegt wird, so als Ausrede für die Menschen, die jetzt noch in der Opferrolle sind, sondern es ist Ergebnis deiner Entscheidung, Ergebnis deiner Handlung ist das Ergebnis deiner Bereitschaft, dich auch zu verändern und dein Leben auch darin zu investieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, so haben wir nicht nur gute Berater und Coaches, die dich begleiten können, sondern wir haben auch entsprechende Methoden entwickelt, um solche Konzepte umzusetzen. Gerne kannst du also nicht nur das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren, sondern auch Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch und wir helfen dir gerne, überall auf die 10 zu kommen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.